Tag zusammen. Nachdem wir in den letzten Videos ja gesehen haben, dass der Chatbot von OpenAI doch ein ganz nützliches Werkzeug sein kann, auch so seine Schwächen hat, was das Rechnen angeht oder den Einsatz von Quellen, will ich jetzt heute mal an einem konkreten Beispiel darstellen, wie man den Chatbot im Alltag, in Studium und Lehre nutzen kann, nämlich am Beispiel eines Vortrags, den wir gerne vorbereitet bekommen möchten. Was ist die Idee? Wir wollen einen Vortrag halten zum Thema Windenergie im Wald in unserem Bachelorstudiengang. Wir wollen 10 Folien haben, also Dauer des Vortrags ungefähr 20 Minuten. Und die Idee ist, er soll uns jetzt Inhalte liefern zu den technischen, den wirtschaftlichen und auch den rechtlichen Aspekten von Windenergie im Wald. Und jetzt gucken wir mal, was er macht. Also für die 10 Folien baut er uns jetzt entsprechende Überschriften. Das sieht schon direkt ganz gut aus. Ne? Er geht direkt auf die technischen Eigenheiten ein, hat die wirtschaftlichen Aspekte, hat dann Umweltauswirkungen, Regulierung und geht dann sogar noch auf die internationale Entwicklung ein. Also, das macht einen sehr runden Eindruck. Das kann er wirklich gut. Jetzt wollen wir gerne, dass er jetzt auch uns noch zusätzlich Inhalte liefert als Input, den wir verwenden können. Also zu Folie 1 der Einführung in die Windenergie im Wald hätten wir ganz gerne ein paar Stichpunkte. Auch das baut er uns natürlich relativ einfach, geht also da auf die Inhalte ein, die man dort ansprechen sollte. Jetzt kann man natürlich dann noch weiter runtergehen und sagen, jetzt gib mir zu dem ersten Stichpunkt nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Also da ist er wirklich ein sehr, sehr starkes Werkzeug, das er bei solchen Themen unterstützen kann. Also sollte jetzt oder man den Vortrag vollständig bauen, kann er so aus meiner Sicht erstmal nicht, aber er kann schon mal wirklich gut unterstützen. Zweite Folie, da wollen wir jetzt einen ausformulierten Text haben, keine Stichpunkte, wenn man so ein bisschen auch mal den Stil variieren möchte, dass man jetzt nicht nur jetzt 10 Folien immer mit 5 Bullet Points hat, sondern auch mal ein bisschen stilistisch variiert. Auch das macht er uns, fängt also nicht an, jetzt erstmal einen umfangreichen Text zu schreiben. Das ist jetzt für eine Folie oder für einen Vortrag sicherlich zu lang. Das ist gutes Hintergrundwissen, was wir nutzen können zur Vorbereitung auf den Vortrag, auf die zweite Folie mit den technischen Aspekten. Aber jetzt als Inhalt auf der Folie ist das zu viel, weil man das so gar nicht darstellen könnte. Da ist die Folie natürlich völlig überfrachtet und ist nicht gut gestaltet. Das können wir natürlich auch sagen, dass er jetzt den Text etwas reduzieren soll. Weiterhin keine Stichpunkte, sondern einen Fließtext. Mal gucken, was er daraus macht. Ob er uns das jetzt etwas kürzt. Denn auf so einer Folie sollte jetzt ja nicht zu viel Text sein, dass man sich dann auf die sprachliche Erläuterung konzentrieren kann. Denn es soll jetzt ja kein Buchtext sein, den man darauf kopiert. Aber das sieht doch ganz gut aus. Ja, also der Inhalt ist etwas oberflächlich, ne? Das darf man nicht vergessen. Er kann uns den Text nicht bauen, dazu ist er technisch doch ein bisschen zu weit weg. Aber er gibt uns gute Impulse und Aspekte, das finde ich gut. Frage grundsätzlich wieder an den Chatbot. Was müssen wir jetzt beachten beim Bauen oder beim Design, bei der Erstellung von Folien? Da hat er nicht ein paar allgemeine Hinweise, die er uns gibt, was so das Layout angeht und so weiter. Auch das ist sicherlich ganz nützlich, wenn man sagt, oh, wie sollte ich jetzt meine Vortragsfolien erstellen? Was der Chatbot natürlich jetzt nicht kann, ist, dass er die Präsentation direkt in einem Präsentationsprogramm wie PowerPoint oder sowas erstellt. Das kann er nicht. Er kann uns auch da nur erklären, wie man dann die Software bedient, um Folien zu erstellen. Das ist nicht etwas abstrakt. Da müsste man sich ein YouTube-Video angucken als Tutorial, wie man jetzt Folien in PowerPoint erstellt, auf schöne Folien. Was er aber machen kann, ist, das haben wir ja schon gesehen, der Chatbot ist stark im Programmieren. Und was er tun kann, ist, also wir sehen jetzt, ne, die Inhalte passen eigentlich ganz gut. Das sind auch wirklich sinnvolle Hinweise. Wenn man die beachtet, macht man eigentlich nichts falsch. So, zurück, was wollte ich sagen? Die Stärke des Chatbots ist das Programmieren. Haben wir jetzt ja schon gesehen, dass er dort unterstützen kann. Und er kann natürlich auch Text in LaTeX, in diesem LaTeX-Code schreiben, dieser Skriptsprache. Und da kann er dann Folien erzeugen. Also machen wir das mal.
Er soll uns jetzt die Inhalte zur Folie 1 im LaTeX-Modus erstellen, direkt diesen Code-Modus, damit wir es kopieren können. Und ich sage ihm jetzt noch, der LaTeX-Code soll vollständig sein, dass er dann auch die Dokumentenklasse mit ergänzt. Und das ist jetzt schon, da sehen wir, also er nimmt die Dokumentenklasse Beamer, das ist ja diese Präsentationsklasse, und das ist schon sehr nützlich. Also wer da so ein bisschen affin ist und sagt, auch es muss nicht PowerPoint sein, ich kann das auch vielleicht in LaTeX machen oder bin da offen. Und das ist ja so ein System wir können ja mal fragen, was ist LaTeX? Wer sich dafür jetzt interessiert. Und dann erklärt er uns eine Programmiersprache von wissenschaftlichen Dokumenten und Präsentationen. Also das ist eine sehr starke Sprache, wer sich damit auseinandersetzt, vor allem auch um die Abschlussarbeit zu schreiben, statt in Word klassischerweise. Es ist halt komplett anders, weil es eine Skriptsprache ist, sehr stark, sehr mächtig. Nicht ganz einfach, aber Chatbot, der kann uns dabei unterstützen. Der kann dort Textteile schreiben, wie man dann Grafiken oder entsprechende Textteile einfügt, Abbildung einfügt. Das ist eigentlich eine sehr starke Sache. Also von daher, wer sich damit auseinandersetzen will, kann das gerne mal tun. Meine klare Empfehlung, das zu machen. Also meine wissenschaftlichen Arbeiten schreibe ich alle in LaTeX statt in Word. Das ist einfach das am Ende bessere System, weil es da wesentlich besser ist, Referenzen und Quellen zu verwalten. Das ist in Word nicht so komfortabel. Auch die Integration von Abbildung ist nicht so einfach. Also, das hat jetzt geklappt. Da hat jetzt den Code gebaut. Den kopieren wir jetzt mal hier rein in unser LaTeX-Editor, übersetzen das und haben jetzt hier eine Folie. Also, ob die jetzt hübsch ist oder nicht, erstmal sieht die ein bisschen dröge aus. Die könnte und müsste man jetzt verbessern. Auch da kann der ChatGPT natürlich unterstützen. Aber ja, also so einfach, in Anführungszeichen, geht das. So kann der Chatbot uns bei der Erstellung von Vorträgen oder Vortragsfolien helfen und uns zur Seite stehen. Das ist eigentlich wirklich eine sehr starke Sache. Ansonsten, wie gesagt, in PowerPoint kann er uns halt nur erklären, wie man manche Dinge macht. Geht auch, aber es bleibt natürlich etwas abstrakt. Jetzt hat man natürlich auf Folien typischerweise auch noch Diagramme oder Abbildungen, die man noch darstellen möchte. Ich habe jetzt hier mal Daten genommen. Das sind jetzt die kumulierte installierte Leistung von Windenergie an Land in Deutschland von 2002 bis 2022. Das habe ich jetzt also von der Webseite energy-charts.info von Professor Burger vom Fraunhofer ISE aus Freiburg genommen. Und er weiß jetzt direkt, dass wir vorhin über LaTeX gesprochen haben, es baut er uns direkt den Code dazu, um das darzustellen. Also ist schon eigentlich ganz witzig, das will ich jetzt nicht ausprobieren, aber auch das kann er machen. Das ist schon ganz praktisch, aber wir können es mal ausprobieren, was passiert, wie das dann aussieht. Also ich kopiere diesen Code mal rein. Wahrscheinlich wird das jetzt aber schief gehen. Ich kopiere es mal hier in diesen Frame mit rein. Ersetze mal das hier und lasse mal nur dieses das hier drin. Das Package muss noch nach oben, dass wir die PDF-Plots haben. Das muss weg. Mal gucken, ob es klappt. Was er daraus macht. Naja, also ist noch nicht hübsch, aber hat er gemacht ohne Aufforderung. Und wir sehen die Entwicklung der kumulierten Leistung. Auch die X-Achse müsste man mal etwas anders formatieren. Auch jetzt, dass man das vielleicht lieber mit Balken statt mit der Linie macht, geschenkt. Aber auch da kann er, also er kann ja selber keine Diagramme erzeugen, aber er kann uns helfen, Code zu programmieren, den wir dann verwenden können. Und das ist sicherlich wirklich nützlich. Jetzt würde man sagen, wie mache ich das denn jetzt in Excel? Da kann uns ja wieder nur die Dinge erklären. Aber ist ja nicht schlimm. Also das bleibt jetzt wieder abstrakt. Er erklärt das jetzt in Excel öffnen. Alles gut. Aber das ist sicherlich eine Hilfe. Anders als eine Suchmaschine. Man sagt auch, wie erstelle ich denn dies und jenes? In der Suchmaschine, die zeichnet uns ja nur Seiten wieder, die uns das erklären. Der Chatbot kann uns die Dinge direkt erklären. Wenn wir sagen, kannst du mir diesen Aspekt etwas genauer erklären, macht er das auch. Also auch da als Unterstützung, als Hilfswerkzeug
eine echte Stärke. Da ist er, glaube ich, dem klassischen Arbeiten mit einer Suchmaschine überlegen. Das, denke ich, ist ein klarer Aspekt für den Chatbot, ihn in die tägliche Arbeit in Anführungszeichen zu integrieren. Alternative, wir hatten ja schon gesehen, programmieren kann er. Jetzt soll er das auch nochmal bitte in Python machen. Da sehen die Grafiken vielleicht auch etwas anders aus. Also wer da möchte, kann das dann auch direkt programmieren und kriegt dann ein Bild. Also das in LaTeX war jetzt natürlich, also dann bleiben wir in dieser LaTeX-Umgebung. Wenn wir sagen, ach, ich mache die Präsentation in PowerPoint, möchte aber mir das Bild eben schnell erstellen lassen, dann kann man es zum Beispiel in Python machen. Er kann ja alle möglichen Programmiersprachen, sprechen, er kann auch dieses SVG-Format. Das sieht dann aber ein bisschen, ja, auch nicht so schön aus. Also das ist etwas schwierig. Also hier, was hat er gemacht? Er hat uns einfach zwei Listen gemacht, plottet die Label an die X- und Y-Achse. Fertig, das heißt also diesen Code kopieren wir jetzt mal hier in unser Python-Dokument rein. Wir haben uns jetzt hier unsere beiden Listen, lassen es mal einmal laufen und kriegen hier oben dann unser Diagramm. Das haben wir gerade schon gesehen. Auch da müssten wir jetzt mal anfangen, diese X-Achse zu formatieren. Jetzt stehen hier so halbe Jahre, das ist natürlich Quatsch. Das müssen wir jetzt einstellen. Auch das können wir in Fragen sagen, also machen wir die X-Achse, formatieren wir die richtig und so weiter. Also auch das kann er und er hat uns jetzt hier eine Datei diagramm.png erzeugt hier unten. Die können wir jetzt einfach nutzen und sie in unsere PowerPoint-Präsentation integrieren, sobald wir zufrieden sind und das nicht gerade jetzt in Excel gemacht haben. Also auch da, na, ist schon ein mächtiges Werkzeug. Was man noch machen kann, ist, wenn man sagen, man möchte jetzt ein paar Füllbilder haben. Auch da gibt es jetzt ja schon einige Seiten, die KI-generierte Bilder erzeugen. Ich habe jetzt mal das Beispiel, also das OpenAI hat diesen DALL-E. Das ist ein KI-basiertes System, um Bilder zu generieren. Das ist nicht kostenfrei. Also ein paar Bilder kann man innerhalb von 4 Wochen pro Monat kostenlos frei generieren. Der ist schon sehr gut. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel von Playground AI genommen. Und habe jetzt hier mal oben gesagt, also bauen wir mal Wind Turbine in the Forest, das passt ja zu unserem Thema. Und das lassen wir jetzt mal generieren. Wir lassen mal direkt 4 Bilder machen. Also man gibt hier oben links ja die Felder ein. Jetzt hat das hier genau falsch rum gemacht. Generieren jetzt mal eben schnell neu, dass wir es im Querformat haben, um es dann als Füllbild zu ergänzen. Da sehen wir, ja, oh, naja, ne? Also die sehen ein bisschen komisch aus. Die KI kann wirklich sehr, sehr gute und interessante Bilder machen. Er hat bei Windturbinen tatsächlich ein echtes Problem, dass diese Rotorflügel so ein bisschen kötschelig aussehen, weil er die nicht symmetrisch verteilen kann. Sieht aber ganz, ganz witzig aus. Was man da machen kann, ist, ich habe jetzt hier unten links mal ein Bild von mir genommen, von der Windenergieanlage. Und gesagt, ja, bau doch daraus vielleicht nochmal jetzt den Wald dazu, mal gucken, was er macht. Also ich habe jetzt hier gesagt, zu wie viel Prozent soll das Bild als Referenz verwenden, 40%. Mache jetzt hier mal auch keinen Filter an, mal gucken, was er daraus macht. Also da muss man ein paar Durchläufe machen. Aber so kann man nochmal ein paar Füllbilder generieren. Der Vorteil im Moment, was die rechtliche Seite angeht, dann ist es durchexerziert, ist es noch nicht. Wie das mit der... mit dem Urheberrecht aussieht, aber tatsächlich ist im Moment so die Rechtsauffassung, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich bin kein Jurist, Vorsicht, dass diese Bilder erstmal frei von Urheberrechten sind. Man kann natürlich jetzt angeben, dass man das mit diesem Playground gemacht hat. Wichtig natürlich hier bei dem verwendeten Bild, das sollte natürlich gemeinfrei sein, das sollte jetzt kein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Aber wir sehen, er hat jetzt erstmal 4 Bilder generiert, da fehlt uns noch so ein bisschen der Wald, da muss man ein bisschen durchlaufen lassen. Deswegen habe ich ihm jetzt gesagt, gehen wir etwas weiter weg, dann stellen wir fest, er variiert hier schon die Bilder. Vielleicht machen wir hier nochmal some green trees als zweites Keyword. Mal gucken, was er macht. Also auch dieses Tool kann man nutzen, kostenfrei, um darüber dann also ein paar Füllbilder, die ganz hübsch sind, zu generieren. Also im Moment sehen wir also, dass die Bilder gehen einigermaßen. Er ist natürlich sehr nah hier an dem Hauptbild. Naja, also ist eine Möglichkeit, auch da KI unterstützt,
Füllbilder oder unterstützende Bilder zu erzeugen, um das Design seiner Folie so ein bisschen aufzulockern. Also ihr baut ja schon sehr interessante Turbinen. Also das ist, naja, klappt mehr oder weniger gut. Man muss ja immer ein bisschen rumspielen, auch hier mit diesem Prompt, also mit diesen Keywords, die man da hat. Wir können mal versuchen, hier diese etwas näher an unserem Prompt zu bleiben. Mal gucken, was er dann generiert. Aber es geht relativ schnell. Und dann kann man dort Bilder bekommen. Vielleicht tauche ich gleich mal ein paar Bäume auf. Wir schauen mal. Braucht jetzt ein paar Sekunden. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich brauche nochmal ergänzen ein paar Bilder. Man kann ja auch ein paar Filter ergänzen. Also Bilder, also die Bäume hat er sich leider nicht gemacht. Geht aber auch. Da muss man ja auch ein bisschen rumspielen. Letzter Aspekt noch, wenn wir jetzt dann also beim Präsentieren sind. Auch da kann er uns natürlich wieder helfen, der ChatGPT. Was sollte ich jetzt also beachten? Wenn ich jetzt präsentiere, gibt es da so ein paar allgemeine Hinweise und auch die hat er natürlich parat. Also mal gut vorbereitet sein. Wir können ihn natürlich jetzt nutzen beim Erstellen. Klare, prägnante Überschriften, auch da gibt er ein paar Tipps. Da wird jetzt ein Experte sagen, ja, da gibt es also noch viel tiefer gehende und noch bessere Tipps, dass man auch so eine Art Story erklärt oder jetzt, dass man auch wegkommt von diesen Stichpunkten, dass man vielleicht eine etwas modernere Art des Vortrags hat. Das ist jetzt im wissenschaftlichen Umfeld einer Hochschule. Hängt da so ein bisschen ab von der Professorin oder vom Prof, wie die das so gerne hätten. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich persönlich bin eigentlich auch hier ein Freund eher von etwas offeneren, freien Darstellungen beim Design der Folien. Jetzt nicht dieses klassische Überschrift und Bullet Points. Aber das kann er alles und da kann er unterstützen, wenn man die richtigen Fragen stellt, kann er da auch die richtigen Hinweise geben und er liefert uns auch den Content, kann da unterstützen. Er kann ihn nicht vollständig liefern, das darf man nicht vergessen. Also das, was er uns da jetzt produziert hatte für die ersten zwei Folien, war ganz nett, ist aber noch zu oberflächlich, da muss man auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Er kann keine Quellen angeben, das sollte man jetzt in einem wissenschaftlichen Vortrag auch mal noch mitmachen. Das darf man ihm nicht überlassen, weil er sich die wieder ausdenkt, aber an sich denke ich, bei Vorträgen oder bei Präsentationen, die man vorbereiten möchte, zu einem Thema, wo man sagt, oh, gib mir mal so ein paar Anstöße, ist er sehr stark. Er kann halt den Code produzieren, wenn man sich darauf einlässt, es nicht in PowerPoint zu machen, sondern in LaTeX. Auch das ist sicherlich sehr nützlich. Ansonsten kann er halt alle Dinge vorbereiten, die man braucht und hat so ein bisschen diese typische tägliche Arbeit beim Vortragserstellen und auch beim Erstellen von Folien für Vorlesungen, für Seminare kann er einem da unter die Arme greifen. Man kann ihm Input liefern, den Input kann er umwandeln zum in so einem folienartigen Design. Und damit muss ich sagen, das ist sicherlich ein sehr, sehr nützliches Werkzeug im Studium und in der Lehre, dass er den ChatGPT dort beim Präsentieren auf jeden Fall mit dazu nehmen können.